bis zur Startmarke und startfrei zum großen Preis von Deutschland. Die Stutenabteilung Fehler zu Beginn hier von Melby Corral beginnt hier im Galopp und den besten Start hat hier Mary Ann Lane. Mary Ann Lane führt dahinter an der Innenkante. Das ist Kira Bouffes in zweiter Position. Außen bereits Karabujan aufgetaucht an dritter Stelle und hinter Karabujan folgt an Position 4 derzeit Sierra S. Delicious Guy dann an fünfter Position zu sehen. Xmas Ass an der Außenseite muss jetzt hier durch die äußere Spur, will hier nach vorne kommen. Dahinter ist dann Global Dancer zu sehen. An der Innenseite dann Global Election und ganz am Ende des Feldes, das ist Habibi. An der Spitze inzwischen hat sich Karabujan einordnen können, hat das Kommando an sich gerissen, führt jetzt vor Mary Ann Lane. Dritte Position dann an der Innenseite, das ist Kira Bouffes. 10-7 die erste, 14-0 die zweite Zwischenzeit, im Luropa-Bogen das Feld unter der Führung von Karabujan. Mary Ann Lane und Kira Bouffes, das sind unverändert die ersten drei Pferde. Dann geht es weiter mit Sierra S. Delicious Gar versucht er jetzt außen schon in dritter Spur in dieser Phase des Rennens voranzukommen. Wird jetzt auch eingesetzt, marschiert außen auf und kommt hier relativ zügig voran. Delicious Gar außen weiter auf dem Vormarsch, aber vorne immer noch Karabujan. Eine Runde noch zurückzulegen. Karabujan führt. Mary Ann Lane innen. Außen taucht Delicious Gar auf mit Kira Bouffes im Rücken. 14-6 die nächste Zwischenzeit in der Mitte des vorletzten Bogens. Karabujan weiterhin vorne die Siegerin aus dem Königin-Silvia-Pokal. Eine Länge dahinter ist Mary Ann Lane. Außen Delicious Gar in dritter Position. Bleibt dran. Rang 4 gehört Kira Bouffes. An der Innenseite Sierra ist dann Xmas Ass, dahinter dann Habibi und Global Election. Ganz am Ende des Feldes ist Global Dancer. Pferde nähern sich dem Schlussbogen. Karabujan immer noch vorn. Karabujan an der Spitze, aber Delicious Gar außen lässt nicht locker, bleibt dran. 13-3 die Zwischenzeit. Mary Ann Lane in dritter Position innen. Dann Kira Bouffes, dann Xmas Ass, dann Habibi. Mitte, jetzt Ausgang des Schlussbogens wird es noch schneller, weil Karabujan einen Gang höher schaltet und das merken sie alle hinter ihr. Karabujan, Delicious Gar an der Außenseite, Mary Ann Lane innen und auf der Zielgeraden. Klare Führung hier für Karabujan. Delicious Gar in zweiter Position versucht es, aber kommt kaum entscheidend voran, weil Karabujan zu stark ist. Karabujan gewinnt hier den großen Preis von Deutschland vor den Stuten. Dahinter Delicious Gar auf Rang 2. Knappes Ende noch zwischen Kira Bouffes außen und innen. Habibi über die Open Stretch.